Toi, toi, toi. Hey, tonight. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours and dreamed of all the good things we would do. Nothing seemed the way it used to be. In the glass, I saw a strange reflection. Was that lonely woman really me? Those were the days, my friend, we thought would never end. We'd sing and dance forever and a day. I saw your face and heard you call my name. Oh, my friend, we're older but not wiser. For in our hearts, the dreams are still the same. Those were the days, my friend, we thought would never end. We'd sing and dance. Im Theater Laboratorium zu einem live mitgeschnittenen Konzert aus Oldenburg. Ja, wir freuen uns total. Heart of Gold, eben hörtet ihr Those Were the Days. Das ist ein Lied, das machen Heinzi und Jürgen und ich als Heart of Gold seit 15 Jahren immer. Unglaublich. Ja. 15 Jahre. Ja, deine Lieblingszahl, ne? 15. Stimmt übrigens. Seit 15 Jahren immer am Anfang unserer Konzerte. Und warum? Ja, weil dieses Stück davon handelt, wie wunderbar und bereichernd es ist, zurückzugehen in die Vergangenheit, in seine Jugend, in die erste Disco, in die erste Kneipe, sich an den ersten Kuss zu erinnern, vielleicht auch an den ersten Liebeskummer, Freud und Leid von damals und das alles mit Musik. Und das machen wir mit euch seit 15 Jahren und auch heute eine musikalische Reise in die Vergangenheit, in die 60er und 70er. Oh, ich bin total aus der Puste irgendwie. Ja, und das Besondere heute natürlich, das hat es noch nie gegeben in diesen 15 Jahren, wir machen die musikalische Reise mit euch, aber ihr seid nicht da sozusagen. Also wir sehen euch nicht, aber ich hoffe, ihr seid da und ich hoffe, ihr seht uns und ihr hört uns.
uns auch. Und ja, gibt ja so Zeiten, da sind Freunde besonders wichtig. Ich glaube, wir haben gerade so eine Zeit seit einigen Monaten, wo euch bestimmt genauso wie uns aufgefallen ist, mit der Freundschaft, mit den Freunden, mit der Hilfe von guten Freunden geht vieles viel, viel besser. Ne? Auf jeden Fall. Und deshalb machen wir unseren ersten Song von den Beatles jetzt auch. Dieses Lied mit ein bisschen Freundschaft. Freunde helfen, wenn man so ein bisschen schief mal singt oder so, ne? So wolltest du mir jetzt irgendwas damit sagen? Eigentlich nicht. Aber so geht's im Lied los. Also. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I sing you a song. And I try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Yeah, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I just want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Yeah, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Yeah, I'm gonna try with a little help from my friends. I get by with a little help. Jetzt hören wir natürlich euer Klatschen, ganz laut hören wir das jetzt. Ne? Oh ja, oder? Mann. Ey, ja, Mann, das ist wirklich so. Ich fühle euch, ich höre euch. Es macht nichts, dass ihr gemütlich jetzt zu Hause sitzt auf dem Sofa, vielleicht den und die Liebste im Arm. Ich hoffe, ihr habt einen guten Drink vor euch. Wir haben uns überlegt, als wir angerufen wurden, dass wir hier spielen dürfen. Was machen wir? Das Besondere an diesem Konzert ist nicht nur, dass ihr nicht vor Ort seid, unser Publikum, sondern auch, dass es ziemlich schnell geht. Also es ist ja nur was geht schnell? Das Konzert. Ach so. 30 oder 45 Minuten und sonst sind unsere Konzerte ja doppelt so lang und deshalb haben wir drei uns mindestens überlegt. Doppelt so lang, wenn ja. Nicht dreimal so. Stimmt, wenn nicht dreimal. Deshalb haben wir uns jetzt überlegt, wir machen unsere Lieblingssongs aus all den 15 Jahren, also unsere drei, in der Hoffnung, dass es auch eure sind. Und das nächste Lied hat Jürgen sich gewünscht und er hat gesagt, das will ich deshalb machen, weil das so ein Mitsinger ist. Und dann guckten wir uns kurz an und sagten, ja, Mitsinger. Aber dann haben wir gedacht, wieso, wenn ihr zu Hause auf dem Sofa sitzt. Also dann macht euch jetzt bereit, singt mit und wir werden euch hören. I am just a poor boy, though my story seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such a promises. All lies and jest, still a man is what he wants to hear and disregard the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of a railway station, running scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Yeah! La la la! La 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 la! La la la! La 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 la!
asking only workmen's wages. I've come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the words of Seventh Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort then. Ooh la 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 la. The flute. The flute. Ja, wir sollen jetzt schnell was sagen, weil Claudia das Wasser umgekippt und wir sagen jetzt einfach mal das nächste Stück an. Das ist ja eigentlich eine Ansage für Claudia. Bisschen naja, komplizierter die Ansage. Du meinst immer, wenn es kompliziert wird. Nein, es ist ja auch eins unserer Lieblingsstücke wie alle heute und es ist ein bisschen trauriges Stück. Warum soll man nicht auch ein trauriges machen? Ne? Passt ja. Wir sind ja in der Vor-Adventszeit, da kann man ruhig mal ein bisschen melancholisch. Nee, wir sind in der Adventszeit, nicht in der Vor. Mittendrin im Advent. Advent. Und habt ihr überhaupt irgendwas Adventliches an? Nee. Die fängt morgen an. Ich hab extra, nee, das ist, wir sind schon mittendrin. Ich hab extra so ein Kleid an, was ein bisschen an Weihnachtsbaum, dachte ich. Also ich hab eine Weihnachtsmütze mit, falls ich die nachher aufsetzen und soll. Und dann habe ich hier noch so Glitzer. Glitzer mit viel Fantasie könnte man ja denken, dass das irgendwie Weihnachtsgebäck ist. Ich bin Flower Power. Weihnachtsgebäck ist hier auf seinem... Auf seinem Ding. Und Jürgen ist... Ich bin der Dominostein. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Stück. Ja, da ist so eine ein bisschen im Blues, die ist 37 und denkt darüber nach, was sie so in ihrem Leben erreicht und gemacht hat. Sie ist Hausfrau und Mutter und sie heißt Lucy Jordan. Lucy. Und sie ist sehr traurig in dem Stück. Und dieses Lied war Ende der 70er wunderbar interpretiert worden von Marianne Faithfull. Wir lieben das Stück sehr. Das Tolle ist auch, dass Jürgen, ich sage es immer falsch an, ist es jetzt ein Banjo? Das ist ein Gitarrenbanjo. Das ist für die Gitarristen, die zu faul sind, richtig Banjo zu lernen. Da wurde das Gitarrenbanjo erfunden. Ah ja, und das ist so ein besonderer Sound, den wir für dieses Lied brauchen. Und Lucy Jordan, ja, traurig, aber schön. Morning sun touched lightly on the eyes of Lucy Jordan in a white suburban bedroom in a white suburban town. So she lay there near the covers, dreaming of a thousand lovers till the world turned to orange. Spinning round at the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with a warm wave in her hair. Her husband, he's off to work. Kids were off to school, and they were all so many ways for her to spend the day. She could clean the house for hours, rearrange the flowers, or make it through the shady street. Screaming all the way.
to rhymes you memorize and an easy chair. Ja, in dem Lied, da erinnert sie sich an, nein, sie erinnert sich nicht, sie träumt sich weg aus ihrem tatsächlichen Leben und stellt sich vor, um glücklich zu sein, was war mein größter Traum? Und ihr größter Traum immer war es, durch Paris zu fahren in einem offenen Auto, also in so einem Cabrio. Und sie spürt in diesem Tagtraum, in diesem Lied, wie der Wind durch ihre Haare geht. Und ja, es ist ein sehr bewegendes Stück. Und auch im nächsten Lied, ne, geht es ja um Auto, ja, um Fortbewegungsmittel. Aber das ist irgendwie nicht ganz so. Aber diesmal geht es um ein Cadillac. Ah. Und, also um was bisschen Besseres. Oder ja, Größeres, sagen schönes wir mal. Schönes Auto. Und ja, aber... Für den Typ ist das nicht so lustig, weil sein Baby haut ab mit wie dem Cadillac. Wie sein Baby haut ab? Naja, also vielleicht war es ein Weihnachtsgeschenk, der Cadillac, und am nächsten Tag haute sie ab. Also mit dem Cadillac. Er hat den Cadillac von ihr zu Weihnachten gekriegt. Umgekehrt, sie hat den Cadillac und sie ist am nächsten Tag, war sie weg. Ach du Scheiße. Ja. Allein aber. Ja, er sah nur noch die Rücklichter vom Cadillac. Also sie ist mit seinem Cadillac abgehauen. Ob seiner war oder ob es ein Weihnachtsgeschenk war. Oh, ey, Heinz, mal irgendwas erzählen. Ne? Erinnert mich ja so ein bisschen auch an einen anderen Song. Ja, jetzt haben wir mal einen, wo sie mit dem Cowboy-Stiefel abkommt. Ja, genau. Auf jeden Fall ist sie weg. Weihnachten. Fängt mit einer Snare an. Okay. Oh. Ich wollte gerade sagen, Heinz. Well, my baby drove up in a brand new Cadillac. My baby drove up in a brand new Cadillac. She ain't never ever coming back. See, I'm on my bended knee. Your heart's so cold that it's gonna freeze. My baby drove up in a brand new Cadillac. My baby drove up in a brand new Cadillac. She ain't never ever coming back. Oh.
ist da weg. Boah, das ist ja mein Temperament hier auf der Bühne. Aber ich finde eins, man kann so richtig. Ist dir das mal passiert, dass da mal jemand irgendwie mit deinem Auge abgehauen war? Genau. Ich finde, man merkt so richtig, das kommt bei ihm aus der Tiefe seiner Erinnerung seines Herzens und er leidet, weil sie abgehauen ist mit seinem Auto. Ja. Ich glaube, das ist für einen Mann auch echt schlimm, oder? Das ist das Schlimmste. Das Schlimmste, was einem Mann passieren kann, ist, dass die Frau mit dem Auto abhaut. Es gibt für mich gibt's was Schlimmeres, wenn mir die Frau die Gitarre klauen würde. Das wäre die, vielleicht die Gitarre hinten auf dem Rücksitz. Auch das noch beides weg, Gitarre und Auto. So, wir bleiben bei Fortbewegungsmitteln, beziehungsweise ja, ein lebendes Fortbewegungsmittel war ja in den 8. Wann war das so, Heinzi? Im 18. Jahrhundert? Ne, haben sich ja alle nur auf Pferden vorwärts also ja, klar, im bewegt, 17., ne? 18. Jahrhundert, ja, das war ja das Fortbewegungsmittel. Dann kam die Lokomotive, ne? Ja, die kommt nachher bei uns auch noch. Jetzt kommt erst das Pferd. Jürgen, du hast doch extra, habe ich vorhin gesehen, passend zu dem nächsten T-Shirt, Song. Tolles T-Shirt, ein Crazy Horse und ein Young T-Shirt, habe ich erst letztens zum Geburtstag geschenkt bekommen. Er hatte nämlich das letztens erst. Er ist noch unter 60, wie man sieht. Ja. Und, die Haare vielleicht nicht mehr. Er hat heute gesagt, er möchte jetzt nicht mehr so lustig sein, so mit so Ende 60, Ende 50. Doch, man kann ja ruhig. Das sei nicht mehr so lustig. Also jetzt das kann ich aber nicht bestätigen. Ich finde, jetzt wird es ja erst richtig lustig, ne? Heinzi, was sagst du? Ja, ich könnte jetzt mit Udo Jürgens antworten, mache ich aber nicht. Nee, das wäre jetzt auch. Nee, wir antworten jetzt mit einer wunderbaren Band, die heißt America und gehen in das Jahr. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. 70er Jahre. Finde es wie immer nicht. Ja, in das Jahr 70er Jahre. Das kann ja auch anmoderieren. Das finde ich auch super. Wir gehen in das Jahr 70er Jahre. Nein, 73 war das. Und ein schönes Stück über eine Reise auf einem Pferd ohne Namen. Oh Gott. Ja. Und euer Chor ist wieder angesagt. Also auf den Sofas zu Hause. Macht euch bereit. On the first part of the journey I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rings. The first thing I met was the fly with a bar and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I'd been to the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. Desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Sing it. La 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 la. In the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at the river bed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was bad. I've been through the desert on a horse with no name. Felt good to be out of the rain. Oh, in the desert. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Sing it. La 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 la. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr alle super mitgesungen habt. Ganz Oldenburg und das Ammerland und Ostfriesland. Und darauf sage ich Prost. Was habt ihr denn vor euch jetzt auf dem Sofa? Ist wahrscheinlich ein Grog. Ich habe hier Grog. Ja, jetzt soll kälter werden jetzt die Tage, ne? Grog oder ihr habt einen Glühwein. Oder was so lecker Wasser. Und was ja auch ganz angesagt ist, ist ja Gin, ne? Gin mit Gin Tonic. Ich weiß gar nicht, ist das in unserer Generation auch so? Also nee, bei den Jüngeren. Bei den Jüngeren, aber die Jüngeren gucken ja auch zu, ne? Trinken oder? Die nicht Wodka oder so? Oder was?
Auch. Wodka, aber ich habe gehört, also Gin ist, unser Videomann ist ja sehr jung, ne? Gin? Mach mal so, oder? Ja, nee, er macht. Ja, ja Gin. Ja, 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 ja. Gerne Gin, ja. Also Gin ist voll angesagt. Deswegen, oder einfach, wir trinken Bier. Oder können wir jetzt mal anstoßen, Claudia? Ja. Prost. Es ist mir eine Freude. Prost. Heinz, ihr habt nix? Nee, ich brauch nix. Heinz, ihr habt nix? Nee, ich brauch nix. Ja, ab einem gewissen Alter trinkt man denn gar nichts mehr. So alte Leute dann trinken ja nicht mehr so viel, mehr ne? Also es ist ja so, wenn man, als wir über unsere Lieblingslieder gesprochen haben, haben wir natürlich auch an unsere Lieblingsinterpreten gedacht. Und wer uns kennt, der weiß, dass meine Lieblingssängerin immer noch und immer war Tina Turner ist. Und natürlich haben wir ein Stück von ihr mitgebracht. Hat Geburtstag gehabt übrigens, vorgestern oder so, ne? Ja, die ist echt? Auch nicht mehr 60. 81. Ne? Hammer. Es ist Wahnsinn. Und warte mal eben, ich muss mal eben hier was richtig stellen. Wir sind ja jetzt auf Film, ne? Da müssen wir ja auch, da müssen die Angaben richtig sein. Da sitzen oft Leute, die das dann kontrollieren. Ja. Also der Song America gerade war aus dem Jahr 71. Ihr habt auch gerade die zwei Leute hier im Publikum, die haben so richtig zusammengezuckt, als ich sagte 73, die, oh Gott, nein. Nee, stimmt nicht. Aber hätte keiner gemerkt. Tina Turners Lied, was wir jetzt spielen, hat sie noch zusammen mit Ike gemacht und das ist aus 73. Und das handelt von ihrer Heimatstadt. Diese Heimatstadt ist ein absolutes Kaff und sie hat es gehasst, da zu leben. Und entsprechend laut rockt sie auch den Namen dieses... Rockt sie aus der Seele raus. Ja, es rockt sie aus der Seele raus. Und ja, das ist liegt in Tennessee, gibt es immer noch. Heute ist da nur noch eine Kirche und ein Tina Turner Museum. Und das ist in der Kirche. So sieht's aus. Okay. Und Heinzi hat extra einen Wawa-Sound mitgebracht. Heinzi, funktioniert der jetzt? Ich hoffe. Ich könnte euch sagen, was passiert ist beim Soundcheck, aber mache ich jetzt nicht, lass oder? Mir mal lieber jetzt. Nee, erzähle ich euch gleich. Okay. Okay. Ich fange jetzt an. Heinzi. Ja. Finde ich gut. Ich sagen, ich bin aus der Puste jetzt. Ah, das glaube ich dir. Jetzt ist mir gerade vom ganzen Applaus fast die Mütze weggeflogen. Ja, wenn ich sage, dass ich jetzt nichts sagen kann, dann müsst ihr... Jetzt kommt ein Stück von deiner Lieblingsband, glaube ich, ne? Und das, die hießen, glaube ich, Deep Purple. Oh, Kinder, meine Na. Deep Purple. Man merkt es ja denn doch, das Alter, ne? Ah, das soll ich ja nicht immer. Ja, Deep Purple war meine absolute Lieblingsband, Hard Rock früher. Und die hatten 68 ihre erste Single. Und ein bisschen fehlt mir das doch jetzt, so das Publikum. Weil wenn man dann so reinguckt und dann erzählt man sowas, dann sind immer welche dabei, die, ah ja, stimmt, die das dann wissen und so. Und
Jetzt sagt keiner, stimmt. Nee. Doch, die sagen das bestimmt. Du hast es stimmt auch. Und sie haben ihre erste Single gemacht, diese wunderbare Hardrock-Band, die Purple, mit einem Coversong. Aber ihrer war einfach der coolste überhaupt, die coolste Version ever. Und das Lied heißt Hush. Und Hush bedeutet nicht das, was ihr vielleicht jetzt denken könntet. Das Hush. Wollt ihr spielen? Scheiß. Haben wir überhaupt Zeit? Wie sind wir denn in der Zeit? Ja, du redest ein bisschen. Ja, du musst schneller reden. Ich rede zu viel, ne? Ja. Also Hush, was wollte ich denn jetzt sagen? Hush ist nicht, was ihr denkt, sondern Hush bedeutet psst. Sei mal leise. Passt also wieder sehr schön in die Adventszeit, ne? Psst, ruhig mal leise. Und warum soll man leise sein in dem Lied? Warum? Weil die Liebste etwas sagt und das möchte man gerne hören. Ja. Whoa. I got a certain little girl, she's on my mind. No doubt about you, look so fine. She's the best girl that I ever had. Sometimes you're gonna make me feel so bad. Na 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 na. Hush, hush, I thought I heard her call my name. Hush, hush, she broke my heart, but I love her just the same. Hush, hush, I thought I heard her call my name. Hush, hush, she broke my heart, but I love her just the same. Nothing. Well, early in the morning. Nothing. Well, late at night. Nothing. Well, the night that I needed. Nothing. Gotta have it right. Na 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 na. Oh, das war ein schöner Chor von euch. Ja. Ich habe den so richtig gehört. Und weiter geht's. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Es geht weiter. Ja, Moment mal, es geht ja weiter mit einem meiner absolut Lieblingssongs. Es war eigentlich ehrlich gesagt im Original damals, Ende der 70er, gar nicht so mein Lieblingssong. Aber wenn Jürgen und Heinz das machen. Boah. Doch, das ist so. Dann bin ich verzaubert, ehrlich. Das ist so schön, die beiden, wie sie dieses Lied von Mark Knopfler interpretieren. Und es wird euch auch so gehen. Hört mal zu, in der Voradventszeit, ich sage immer Voradventszeit, vor Weihnachtszeit, eine schöne Interpretation von Sultans of Swing. Shiver in the dark, it's raining in the pub, but meantime out of the river you stop and you hold everything.
taxi, die before time. Feel alright when you hear the music ring. Well now, you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of rain, or hear the jazz go down. A competition in other places. By the horn, they're blowing that sound. Away down south, away down south in London town. Alles auf Akustikgitarren, muss man ja auch immer wieder dazu sagen. Ja, welche Frau kennt das nicht? Ich glaube, jede Frau kennt Liebeskummer. Wahrscheinlich kennen Männer das auch, aber ich habe immer den Eindruck, irgendwie ist das da anders. Eine Frau hat oft Liebeskummer, oder ich rede jetzt mal von mir und von meinen ganzen Freundinnen, mit denen ich jemals drüber gesprochen habe und so. Da ist das ziemlich identisch. Also wir haben Liebeskummer und wir sind oft ziemlich sauer. Oder wir waren, Heinzi, es ist ja Vergangenheit. Ne? Das aber muss auf man wen sagen. Denn? Das naja, ja auf den Ex natürlich, wie der sich benommen hat und wir finden den unmöglich. Und es gab, oder es gibt diesen riesen Vorteil einer Musikerin, einer Komponistin, die kann ihre Wut auf so einen Ex so richtig rauslassen. Und das hat Carly Simon gemacht. 1971, sie war zusammen, also das ist ziemlich sicher, dass der gemeint ist, mit Warren Beatty, kennen wir ja auch alle. Und der hat sie irgendwie ziemlich verärgert, als ihr Freund damals. Und sie hat sich so richtig ausgelassen in einem Lied voller Wut, in dem es heißt, du bist so eingebildet. Und
Es ist so schön, dass dieses Lied... So ein blödes, was? Nein, so, du bist so eingebildet, das ist nicht so blöd, Heinz. Das musst du jetzt nicht auf dich beziehen. Das hat sie einfach so zu diesem Ex. Und das Schöne ist, da ist ein fantastischer Welthit draus geworden, aus dieser Wut. Und daran sehen wir wieder, wie gut es ist, die Gefühle in Musik zu verarbeiten. Party like you were walking onto a yacht. Your head stretched to a long one. Your scabbard was apricot. You had one eye in the mirror. You watched yourself gavotte, and all the girls dreamed that they be your partner, they be your partner, and you're so vain. You probably think the song is about you. You're so vain. You're so vain. I bet you think the song is about you. Don't you, don't you? You had me several years ago, as I was quite naive. And you said that we're such a pretty pair, and that you would never leave. But you gave away the things we love, and one of them was me. I had some dreams, they were clouds in my coffee, clouds in my coffee, and you're so vain. You probably think the song is about you. You're so vain. You're so vain. I bet you think the song is about you. Don't you, don't you? Song is about you. You're so vain. You're so vain. I bet you think the song is about you. Don't you? Don't you? Yeah, die Carly Simon, ey. Ja. Wir sind, glaube ich, schon, also auf jeden Fall ziemlich weit fortgeschritten in unserem Konzert, zeitlich meine ich jetzt. Und ja, so langsam kommen wir zum Ende, es dauert noch ein bisschen, aber das Lied, was jetzt kommt, das passt gut zu der Tatsache, dass die Zeit unendlich schnell vergeht. Ich meine, es gibt auch, muss man sagen, gerade so nach dem Jahr 2020, es gibt auch Momente, da denkt man, kann halt auch ein bisschen schneller gehen, aber meistens geht einem das Leben viel zu schnell vorbei und man möchte es anhalten. Und Ian Anderson von der Gruppe Jazz Hotel hat einen Song darüber gemacht. Er vergleicht unser Leben mit einer Fahrt in einer rasend schnellen Lokomotive. Und der Mensch möchte nichts sehnlicher als diese Lokomotive anhalten und dazu bringen, nicht so zu rasen und zu rasen und zu rasen. In the shovel of madness of a locomotive round, round the all-time loser, how long to his death? I feel the piston scraping, see breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle, and the train won't stop going, are we too slow down? The children jumping out, this woman at that front, this woman and his best friend, in bed and having fun. Oh, he's crawling down the corridor, on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle, and
and the train won't stop going, I would too slow down. Whoa, 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 come on high. Silence howling, catch his angels as they fall. And the old time winner has got him by the ball. Oh, he picks up Gideon's Bible, open at page one. I thank God he stole the handle, and the train it won't stop going, are we too slow down? Dankeschön. Ach, Locomotive Breath, ja. Die Zeit vergeht viel zu schnell und wer uns kennt, der weiß, wir enden gerne unsere Konzerte mit einem Stück von Golden Earring, also eins unserer absoluten Lieblingsstücke. Und das passt dies Jahr besonders gut. Aus dem Jahr 73 übrigens ist dieses Lied, ne, Golden Earring. Also ich meine, das Lied heißt ja nicht Golden Earring. Aber die Band, übrigens Heinzi, ja, kannst ja ein bisschen so auf den Namen achten, der Bandnamen Golden Earring. Wir haben jetzt bald Weihnachten, nur so mal als, Heinz sagt ja immer, er hat keine, aha, Idee, was man so zu Weihnachten verschenken kann. Goldene Ohrringe? Ja, Heinz, wenn du die gerne verschenken würdest, also für mich wäre das nichts. Ja, das würde bei dir auch scheiße aussehen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Lieber einen goldenen Zahn mehr, meinst du, das würde mir... Also Jürgen möchte gern von dir einen Goldzahn. Okay. Gold Teeth. Gibt es eigentlich eine Band, die so heißt? Gold Teeth? Nee, ich glaube nicht. Komisch, ich habe früher immer gedacht, dass mein, ja, Mikroständer sich so dreht. Das liegt an euch, weil ihr mir absichtlich immer so einen Mikroständer... Aber nein. Heute habe ich den Mikroständer von... Von der Kulturetage. Ja. Von nee, Kultur, ich, also sag mal vom Theaterlaboratorium. Von Jochen gekriegt. Warte mal. Kulturetage ist doch Quatsch. Hab Kulturetage sagt er deswegen, weil wir ja am 7. Mai in der Kulturetage sind und ihr habt zum Teil schon Karten und ich wollte nur noch mal sagen, ne, die gelten und wir werden am 7. Mai dort sein. Hoffentlich, und ne? Freuen dürfen uns wir da mit allen singen dann. Ja, klar. Auf jeden Fall. Also jetzt dann machen wir dann das, was wir hier heute gemacht haben, so richtig live mit dem Publikum. So ein bisschen Optimismus wollen wir ja mal hier verbreiten. 7. Mai, ey, ganz ehrlich, das ist ja noch ja, Gott. Bisschen. Bis dahin bin ich geimpft. Ich freue mich. Und das ist das Wichtigste, ihr und Lieben. Und das Thema wollen wir nehmt jetzt mal lassen. Nehmt das mit, Heinz ist geimpft. Dann kann überhaupt nichts passieren. Dann sitzt er hier, spuckt euch an und es passiert nur gar nichts. Nichts passiert. Wir wollen uns aber auch bedanken für den tollen Sound. Ja, danke. Und Dankeschön. Kamera. Und an Aufnahmen. Dieses wunderbare Dankeschön. Laboratorium, dass wir hier sein dürfen. Und machen jetzt also das Lied. Und danach werden wir aber noch kurz weihnachtlich, ne? Also das haben wir noch, ja, gar nicht. Zum Abschluss, ja, was Weihnachten. Aber jetzt erstmal die goldenen Ohrringe, ein Stück aus dem Jahr 73. Das handelt davon übrigens, dass einer auf der Autobahn fährt in einem Lastwagen und an seine Liebste denkt. Damals gab es keine Handys. Und er denkt an sie und hat furchtbare Sehnsucht und hat das Gefühl, ihre Liebe kommt durch die Luft. So Radarliebe. Radarliebe. Hat er das genannt dann. Und das Stück endet traurig, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Es geht los mit Schlagzeug. Driving along now, my hands wet on the wheel, and a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, said I need you here. It's a 4:05 now,
shift and give. Some forgotten song, a brand new lease coming on strong. The road has got me hypnotized, and I was riding to the new sunrise. Speed, I'm almost there. I gotta keep cool now, I gotta take care. The last car to pass, here I go. And the line of cars took down me a slow walk. And the radio played that forgotten song. A brand new lease coming on strong. And the newsman sang, he seems home. Jetzt wird es weihnachtlich, so richtig weihnachtlich. Und wie könnte das besser gehen als mit ein bisschen Kerzenlicht? Oh ja. Ich habe ja schon gesagt, ich bin ja schon so ein bisschen hier Weihnachtsbaum und müsste ein bisschen Fantasie. Und natürlich ist das Ganze, Heinzi,
Wenn du das aufsetzt, weiß jeder, was kommt. Ja, die kann ich ja anmachen. Dann könntest du schon singen. Ich hatte mir ja eigentlich vorgestellt, Heinz singt und ich mache da die Kerzen. Also so eine richtig coole romantische Atmosphäre. Aber das ist mit den Jungs immer schwierig. Ihr kennt das ja auch alle. Oi. So, pass auf. Jetzt ganz pschsch, ganz leise. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the another year's over, a new one just begun. So this is Christmas, I hope you have fun. Near and the dear one, the old and the young. A merry, merry Christmas. Und danke, dass ihr dabei wart bei diesem Weihnachts-Adventskonzert im Kulturwinter von Heart of Gold. Dankeschön. Und wir Dankeschön. Sehen uns am 7. Mai in der Kulturetage. Und genau. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Ciao.